Hallo meine Freunde, willkommen in der schönen Schweiz, willkommen in der Region Umbrik und wir sind dabei, die Städte mit ihren Grundressourcen zu versorgen. Heute soll noch mehr Gemüse eingespeist werden und wenn es klappt, dann wollen wir heute auch in Richtung Bergkäse gehen. Ob uns das gelingt, sehen wir gleich. Und heute sagte ich ja, es geht um Konsolidierung. Und Konsolidierung heißt vor allen Dingen, wir haben momentan eine zweispurige Strecke, anderthalb, wenn wir hier die mitnehmen. Dahin sollen unsere Gelder fließen. Wir wollen, dass das Ganze sauber entsteht. Ich würde mir hier in Zermatt eine Bergkäsemanufaktur wünschen. 459k würde der Spaß kosten, den haben wir nicht. Und deswegen muss das Ganze erstmal warten. Für mich steht jetzt im Vordergrund, wir müssen Strecken zweispurig ausbauen. Wir wollen, dass unsere Städte weiter wachsen. Und in Sidas sieht es schon ganz gut aus. Und das heißt vor allen Dingen, es muss Gemüse weiter ins System. Mir war jetzt wichtig darum, diese Reihenfolge, dass Brig, weil Brig die Zielstadt ist, auf jeden Fall privilegiert behandelt wird und die entsprechenden Waren sofort bekommt. Jetzt ist die Frage, warum bekommt Brig kein Getreide? Ja, das ist eine gute Frage. Und das heißt, der nächste Punkt ist, es ist ja schon quasi geschehen, diese Route hier muss zweispurig ausgebaut werden. Wie gesagt, ist sie. Aber wird jetzt auch so behandelt werden, dass Brig eben versorgt werden kann. Bitte die zweier Weichenköpfe hier und hier. Und dann können wir nämlich hier auf der Seite zumindest etwas schneller fahren. Soweit, so gut. Damit könnte Brig hier wachsen. Und der nächste Punkt wird sein, dass weitere Strecken in Anführungszeichen verdoppelt werden. Und da gucken wir mal nach Goms. In Goms fehlt ebenfalls Gemüse. Das ist wohl so überall das Problem. Gemüse ist hier und an dem Bahnhof. Da sollten wir vielleicht auch tätig werden. Das Thema ist, uns gehört das Gemüse, aber eine Vergrößerung des Betriebs ist ebenfalls teuer. Insofern werden die anderen Städte erstmal warten müssen. Und ja, Sidas wächst und gedeiht, Zermatt wächst und gedeiht. Und ja, hier ist das einzige Kräuterfeld. Das heißt, eine entsprechende Produktion nach da hinten zu verlegen, wäre eine dumme Idee. Wir sind aktuell auch nicht anleihenwürdig. Das ist ein Problem. Denn wir werden ja diesen Meilenstein erreichen und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird die Expansion Richtung Eigel erfolgen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das managen. So, ihr hattet hier einen kurzen Schnitt. Ich hatte einen kleinen Hustenanfall. Und das muss ja nicht im Video sein. Ihr habt nichts verpasst. Wir haben uns nicht bewegt. Nur die Züge sind ein bisschen gefahren. Wir kommen wieder in positive finanzielle Bereiche. Und wir wollen jetzt natürlich unsere Jugendsünden mal durchgucken. Machen eine kurze Bestandsaufnahme. Sehen, dass der Zug Brig-Zermatt immer noch an der Grenze hier ist.
da sind noch nicht so viele Fahrgäste dabei, wie ich es gerne hätte. Sprich, der Zug ist nicht voll. Und das ist natürlich bedauerlich. Auch hier aus Brig raus, großer Umschlagbahnhof. Ihr seht, es sind nur 4. Das ist natürlich ein Problem. So, jetzt. Geld fließt, das ist fein. Und ich war jetzt der Meinung, wir sollten vermutlich in Zermatt den Bergkäse produzieren. Der wird 459k kosten. Eieiei. Teuer! Aber hier wäre die Milch am nächsten. Und die wird ja auch gerade nicht abgeholt so richtig, ne? Wir sehen das hier. Gehen nur 4 Milch raus und der Zug ist angeschlagen. Eieiei. Gibt es hier kein Wartungs... Doch, hier gibt es ein Wartungsdepot. Ich dachte doch gerade. Das wäre ja fatal. Für 200... Die 300er Forschung ist die nächste Lok. Aber... Ich denke... Wir sollten erstmal Transporterlöse und sowas steigern. Und Zuverlässigkeit. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine neue Lok. Außerdem, wir sollten sagen, unsere Leute arbeiten bei 120%, 125%. Das wird, denke ich, ja gut, Sicherheitspersonal ist jetzt nicht die Frage. Das wird, denke ich, nochmal die Gewinne erhöhen. Ja, ja, ja. Du hast einen Defekt. Das ist natürlich schlecht. Nach oben schieben. Und ja, wir nähern uns mit 380k dem Ganzen an. Wie gesagt, wir haben einen Blick auf alles. Den Bergkäse von hier nach Neumann fände ich jetzt positiv. Brig ist bei 47k, Sitten bei 41k, auch die wollen Bergkäse. Damit stellt sich die Frage nicht. Wir werden das auf jeden Fall noch in Angriff nehmen. Das wird unser letztes Projekt sein, bevor wir hier den Ära-Wechsel haben. Und wäre gut, wenn wir dafür finanzielle Mittel hätten. Was haben wir hier im Lokschuppen? Ach so, unsere Lok, ja. Unsere Standardlackierung. Ich mag die eigentlich in Rot und Schwarz haben. Machen wir mal so. Ein bisschen hübscher. So, damit wirkt sie doch wesentlich. Bisschen. So. So, da sind die 440. Wir können jetzt überlegen, ob wir hier zurückzahlen oder expandieren. Und ich sehe natürlich den Fortschritt in der Expansion. Offensichtlich. Aber eine ganz wichtige Expansion. Ja, ich hatte immer noch Hoffnung, dass wir hier irgendwo was von den entsprechenden Anliegern gebaut bekommen. Aber dem ist wohl nicht so. Das ist traurig, aber wahr. Dann müssen wir selber. So, das heißt, wir wollen in Sitten. Ich habe mich jetzt umentschieden. Wir machen es in Sitten. Eine Bergkäse-Manufaktur. Warum in Sitten? Sitten wird schon mit Milch versorgt.
Und das ist natürlich dann ein guter Grund, um hier diese Verbindung nach Sitten zu bauen, offensichtlich. Am Prasler Bahnhof. Ja. Ich meine, es ist nur ein Zug, der kann hier noch mit drauf. Und ich weiß, dass diese Aussage, der kann hier noch mit drauf, nicht gut ist. Aber ja, also von hier nach hier. Auf geht's. Damit kann hier Bergkäse manufaktiert werden. Und wir haben damit noch eine weitere Ware, die wir ins System einspeisen können. Neumann Bahnhof bekommt natürlich den Bergkäseumschlag, damit auch Brick sein Käse bekommt. So, Brick sind wir bei 50k. Das heißt Stoffe. Und Stoffe sehen wir hier. Haben wir Imhoff in der Nähe. Da geht ja Goms. Da geht ja Goms. Ja, das klingt super. Da denke ich mir, wir könnten hier in Goms die Stoffe produzieren und sie dann in Brick weiterverarbeiten. Das wäre doch eine super Sache. Und was kostet so eine Stoffmanufaktur? Die Dinger sind ja nicht gerade günstig. 367k. Okay. Das wäre aber gut, wenn wir die in Goms hätten. Und dann sehen wir weiter. Es fehlen noch 20.000. Und der Zucker ist in Brick Getreide Nord. Irgendwas passt da nicht. Da müssen wir mal reingehen. Wir haben die ersten Upsis auf der Strecke. Ja, ja, ja. Gewinne fallen und steigen. So, Brick Zermatt. Was ist hier? Was ist mit Brick Zermatt? Das ist nur... Okay. Okay. Sieh das Brickgetreide Nord. Auch auf jeden Fall da. Aber wenn wir nur die Route wollen, eine Lok können wir da noch einsetzen. Dann sollte das auch passen. Sieh das. Sieht gut aus. Und in Sitten wird auf jeden Fall Bergkäse produziert. So, Sitten fehlt Gemüse. Das ist natürlich auch noch so ein Thema. Jetzt wird's gebracht. Okay. Aber das Schöne ist die Bergkäseproduktion. Die gefällt mir. Und ja, ich muss sagen, sieht erstmal schön aus. Und ja, yeah, die Zahlen sehen auch gut aus. Ja, wir sind auch wieder anleihewürdig. Ich möchte jetzt keine Anleihe mehr aufnehmen, bevor wir ins nächste Segment vorspringen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir das so erreichen. Wir brauchen noch 18k. Und ich sehe vor allen Dingen den Ausbau von Eckermann als notwendig an. Das ist der nächste Schritt. Dass mehr Gemüse ins Netz kommt. Da sind wir gleich. Und alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Und dann geht's Richtung Goms. Richtung Goms mit Stoffen. Die möchte ich hier produzieren, dort verbrauchen. So, Eckermann können wir einmal ausbauen.
Das war wichtig oder ist wichtig. Weil Gemüse wird gebraucht. Noch und nöcher. Und wir sehen es ja. Momentan sind zwei Städte an Gemüse angeschlossen. Und allein Brick verbraucht aktuell Gemüse 0,8. Und Sitten verbraucht Gemüse 0,7. Sind wir bei 1,5. Das heißt, wir haben momentan 0,5 Bonus. Und ja, der Matt wäre natürlich eine Chance hier hinten rum. Kann ich mir überlegen. Aber wir haben einfach noch nicht genug Produktion, um mehr Städte da ans Netz zu nehmen. So, jetzt stehen da oben die Züge vom Bahnhof oder was? Nee, die fahren aus. Oh, Neumann. Ah, hinten der Bahnhof hat noch keine Wartungshalle. Das war natürlich auch ein Punkt, den wir im Blick behalten hätten sollen. Und darauf sparen wir als nächstes. So, 9000 fehlen noch. Ja, Papa, wo ist das Problem? Wo ist mein Geld? 73. Komm. 77, 74. Nein, 80, nein, 80. Hat, hat, hat. Hier kommt ein Zug mit. Jawohl. So, Wartungsdepot ist da. Hurra. Und damit kann hier in Sitten auch weiter produziert werden. Es kommt mehr Post. Großartig. Auch du kriegst noch ein Gleis. 16.000. Die Bergkäsemanufaktur steht still, weil Milch ein Problem ist. Aber nicht lange, gehe ich davon aus. Wir müssen da jetzt an Kapazitäten schrauben. Aber wir warten auf Brick. Das ist auch... Oh, Platten hat die Stoffproduktion bekommen. Eieiei. Das ist ja spannend. Wollen wir die nutzen? Damit hat sich Platten quasi qualifiziert, einen zweispurigen Ausbau zu bekommen. Auch das ist spannend. So, hier kommen wir mit zwei Spuren. Und eine Spur führt hoch nach Platten. Das ist ja... Jetzt könnte ich... Ja? Was kommt hier aus Süden? Da kommt Milch. Ja, super. Okay, also gut. Nachdem das oben in Platten entstanden ist, wollen wir natürlich in Platten auch Stoffe produzieren. Das ist das nächste Projekt. Und das heißt für mich eigentlich, dass wir die hier fast direkt nach Platten fahren müssten. Und das wiederum heißt, wenn wir die hier nach Platten fahren, können wir hier auch umschlagen und für Gomes das Ganze auch eine wesentlich angenehmere Situation machen. Das heißt, dieser Bereich hier hinten wird als nächstes ausgebaut, wenn wir Mittel frei haben. Wir haben noch 15.000 Personen, die wir brauchen. Und das wollen wir jetzt noch erreichen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Sondern ich würde sagen, das gibt nochmal eine extra Folge zu Phase 1 hier. Und dann bauen wir hier hinten im Osten das Ganze aus. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir hier in Platten kein Stahl jetzt mehr reinbekommen in Phase 1. Aber irgendwas ist immer. Also, es geht jetzt an die, sagen wir, Stoffindustrie. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Wir sehen uns. Bis dann.